Hi Leute, ich hatte euch bei Instagram 6 verschiedene Videovorschläge gepostet mit der Frage, welchen ihr als erstes sehen wollt, beziehungsweise was ihr am liebsten sehen möchtet. Und ja, das habe ich dann natürlich ausgewertet. Jede einzelne Stimme zähle ich immer. Und dabei kam raus, dass die meisten von euch eine Roomtour gerne sehen möchten. Und falls ihr bei solchen Abstimmungen gerne dabei sein möchtet oder einfach Bilder von meinem Leben, von mir und so weiter sehen möchtet, dann folgt mir doch einfach bei Instagram. Der Link ist unten in der Infobox. Und natürlich auch noch bei Facebook. Da schreibe ich auch ganz oft was rein. Ja, aber ich möchte euch nur kurz, bevor ich euch mein Zimmer hier zeige, ein paar Infos darüber geben. Und zwar hatte ich vor einigen Monaten ein Room Makeover gefilmt. Das kennen wahrscheinlich die meisten von euch noch nicht, weil es halt schon ziemlich lange her ist und viele sind dann neu zugekommen von euch. Und deswegen werde ich euch das jetzt mal hier rein verlinken und natürlich nochmal unten in der Infobox. Und da könnt ihr sehen, wie ich aus diesem Zimmer, was wirklich ganz schlimm aussah, das ist nämlich mein Kinderzimmer von vor 10, 15 Jahren oder so. Und da hatte ich dann hier dunkelblaue Sternchen-Tapete und ach, ich weiß auch nicht, es war einfach heilloses Durcheinander, weil das wurde hier auch als Abstellraum benutzt, teilweise als Gästezimmer und ja, hier hat meine Mutter ihre Weihnachtsdekoration gelagert und dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie das hier ungefähr aussah. Und ja, da habe ich hier alles ausgerumpelt und einigermaßen aufgeräumt und so weiter. Und dann halt ohne viel Geld ist so ein bisschen schöner gestaltet. Also ich habe natürlich jetzt nicht hier tausende Euro, um neue Möbel zu kaufen. Die Möbel hier, die ihr zum Beispiel im Hintergrund seht, die habe ich alle schon, seit ich ein Baby bin. Die sind also schon mal mindestens 21 Jahre alt. Und ja, dementsprechend sieht es halt aus. Also ihr dürft jetzt kein absolut tolles, stylisches Designerzimmer erwarten. Das ist halt das Zimmer hier bei meinen Eltern. Das ist mein altes Kinderzimmer. Und ich habe vor, auch eine Roomtour zu drehen von meinem Zimmer in meiner Wohnung, weil das ist ja relativ neu. Das ist erst ein Jahr alt. Die Möbel sind alle neu, so gut wie alle. Und das habe ich auch wirklich so mehr nach meinen Vorstellungen eingerichtet. Das hier ist halt einfach nur das, was ich eben hier habe. Hier und da habe ich so ein paar Kleinigkeiten dazu gekauft, aber halt nichts Großes. Natürlich möchte ich auch in keinster Weise hier irgendwie angeben mit irgendwelchen Sachen, aber ich denke mal, mit diesem Zimmer kann man jetzt nicht wirklich übertrieben angeben. Aber ihr wisst, was ich meine. Das Video wurde einfach gewünscht und deswegen mache ich das für euch. Und jetzt wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß beim Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! So, dann würde ich mal sagen, beginnen wir jetzt die Roomtour und ich werde jetzt einfach mal meine Tür öffnen. Tada! Ja, genau. Wie ihr sehen könnt, sieht man als allererstes mein Bett und generell ist mein Zimmer halt ziemlich klein. Ich habe eine Dachschräge und naja, ist halt nicht alles so optimal. Man muss halt schauen, wie man das dann die Möbel stellt und so weiter. Aber ich versuche mich jetzt als allererstes einmal ganz umzudrehen, damit ihr so einen Überblick bekommt. So, ja, hier ist mein Bett. Dann ist da ein Bild, was ich selbst gemacht habe. Mein Fenster, mein Schreibtisch, Kleiderschrank und noch ein Schrank. Ja, da ist meine Tür und hier ist noch ein Regal und eine Kommode mit einem alten Fernseher drauf. Ja, da steht noch mein Koffer und ja, dann sind wir einmal rum gewesen. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal bei meiner Tür. Und wie ihr seht, hängen hier einfach meine ganzen Jacken dran. Und dann habe ich an der Türklinke noch eine große Tasche, die ich immer nehme, wenn ich wieder zurück in meine Wohnung fahren muss. Und ja, daneben habe ich dann noch einen alten einen alten Badezimmerschrank ist das. Und ja, da sind hier ein paar Schuhe und so weiter von mir drin. Aber wie gesagt, in den ganzen Schränken, die hier stehen, beziehungsweise in dem und dem Kleiderschrank daneben, da sind halt auch Sachen von meinen Eltern und so weiter. Deswegen möchte ich jetzt nicht alle aufmachen. Und ja, da ist einfach noch so ein Spiegel drin. Einfach nur zu Dekorationszwecken. Und darunter sind so zwei Parfüm und eine Disco-Kugel. Keine Ahnung, das hatte meine Mama da reingelegt. Habe ich jetzt einfach so gelassen. Ja, daneben ist dann mein Kleiderschrank und wie gesagt, ich habe hier auch ein paar Sachen von mir natürlich drin, aber das sind auch ganz viele Klamotten von meiner Mutter zum Beispiel, die sie da auslagert für Winter, Sommer und naja, genau. Und hier hängt dann noch ein kleines Herz dran. Das hat mir mein Freund jetzt letztens auf der Krangerkirmes gekauft. Ich würde es ja am liebsten essen, aber ist irgendwie schade drum.
Ja, neben meinem Kleiderschrank seht ihr meinen Schreibtisch. Das ist so ein kleiner Schreibtisch von IKEA und da drauf steht dann einfach mein iMac, eine Lampe und ja, sonst eigentlich nicht so arg viel. Und hier in der Schublade, da ist Schmuck und noch so ganz viele andere Kleinigkeiten. Ich kann es euch ja mal zeigen. Ja, heilloses Durcheinander. Hier sind irgendwelche komischen Dekosteine und ja, meine Schlüssel und Schmuck. Und hier ist noch so ein Lasso von der Kirmes, was ich noch nicht ganz aufgegessen habe und Labello und so weiter und so fort. Also einfach nur durcheinander geschmissene Sachen. Ja, neben meinem Schreibtisch ist dann halt einfach mein Fenster, nichts Besonderes. Ja, und daneben hängt dann mein Bild, was ich selber gemacht habe. Da habe ich euch ja das Video am Anfang verlinkt, wo ich hier das ganze Zimmer neu gemacht habe, neu tapeziert und so weiter und so fort. Und da habe ich halt auch diese Bilder gemacht. Ja, daneben steht dann noch unten ein Mülleimer. Und dann ist hier mein Nachtschränkchen und mein Bett. Ja, Bett und Nachtschränkchen und Bettwäsche und so weiter. Und die Lampen, die sind alle von IKEA. Die habe ich auch relativ neu. Auf meinem Nachtschränkchen steht dann halt so eine Lampe von IKEA, die kostet nur 3 Euro. Und ein Bild von mir und meinem Freund. Und mein Handy liegt ja gerade. In den Schubladen ist Unterwäsche und Socken und so weiter. Das brauche ich ja jetzt wohl nicht aufmachen. Ja, das ist dann halt mein Bett. Wie gesagt, alles von IKEA. Und ja. Daneben ist dann halt auch wieder die gleiche Lampe. Und hier brennt gerade eine Kerze von Primark. Und die riecht nach roten Äpfeln. Und hier in den Schubladen ist entweder gar nichts. Oder darunter, da ist noch so ganz viel Kleinkram. Aber ist eigentlich alles nur Müll. Hier steht dann in der Ecke mein Koffer und noch eine Gitarre. Und hier sind noch so ein paar übrig gebliebene Kinderbücher, die ich nicht wegschmeißen wollte. Die lagern hier ganz einfach. Und dann ist hier noch so, ach, technische Sachen, was aber auch alles nicht unbedingt mir gehört. Dann ein alter Fernseher, den ich so gut wie nie anmache, weil ich fast nie Fernsehen gucke. Oben drauf stehen noch so zwei Teelichter. Und neben meinem Fernseher stehen dann noch zwei Parfüms. Das ist einmal von Victoria's Secret, dieses pinke, das heißt Very Sexy Hot. Und das daneben ist von Escada, das heißt Cherry in the Air oder irgendwie so ähnlich. Ich kann es gerade von hier nicht lesen. Und hier ist einfach so eine komische Schale und da liegen meine zwei Sonnenbrillen und ein Feuerzeug für die Kerze. Hier seht ihr dann noch ein Regal. Wie gesagt, hier die Möbel, die zwei und mein Kleiderschrank. Die habe ich schon seit ich ein Baby bin. Die sind also schon richtig, richtig alt, aber gut, funktionieren immer noch. Es gibt zwar Schöneres, aber naja. Ja, hier oben stehen einfach nur so ein paar Kerzen auf einem Teller. Hier habe ich ein paar Taschen reingestellt, die ich mit habe, weil ich nicht weiß, wohin ich die sonst tun soll. Und hier ist das andere Bild, was ich auch selbst gemacht habe. Das habe ich einfach da reingestellt. Hier noch so ein paar Dekosachen. Ja, und in den Schränken bzw. Schubladen ist auch wieder nur irgendein Zeug. Ja, das war meine Roomtour. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!